Hallo und grüß euch Red Dead Online-Fans. Es ist wieder Update-Dienstag und es gibt unter anderem auch wieder für die Madame zu finden die exotischen Fundstücke. Wenn ihr im Waffenrad mit R1 auf Gegenstände dann auf die Sammlertasche wechselt, sieht man bei den exotischen Sammlerstücken auch das Löfflerei. Und das ist manchmal verpackt, also quasi jeden dritten Tag, auch heute. Und wie man das trotzdem kriegt, das zeige ich euch jetzt. Hier sieht man die Position des Löffleis. Übrigens gibt es da eine wirklich Weltklasse Map im Internet von Jean Robke. Den Link dazu schreibe ich euch in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir aber dazu, wie man das Ding kriegt. So, dann nehmen wir am besten gleich mal die richtige Waffe. Und zwar wählen wir uns die Varmint für dieses Löfflerei. Oder am besten gesagt das Löffleleinnest. Dass wir so gleich runterschießen. Da sieht man, da oben auf dem Ast ist das Ding. Und das schießen wir gleich runter. So, das Nest hat man getroffen, aber trotz aller Updates ist es noch immer so, dass das Ei da oben hängen bleibt und man durch die Röhre schaut. Tja, und wie man das dann trotzdem runterkriegt, das geht ganz einfach, und zwar holen wir uns jetzt den Kopfgeldjägerwagen. Mit den Wagenrufen ist es immer so ein bisschen tricky, auch mit dem Jagdwagen. Es ist wichtig, dass man hinter sich die Straße hat. Also ich versuche mich da eben halt von der Straße wegzustellen, und in dem Bereich, wo ich gerade zeige, sollte jetzt der Kopfgeldwagen spawnen. Also ich gehe auf Steuerkreuz links, auf Stall und auf Fahrzeuge, Fahrzeuge im Besitz, und den Kopfgeldjägerwagen geht wieder raus und da, Trommelwirbel, tack, da ist der Kopfgeldjägerwagen. Den Wagen werden wir jetzt da versuchen, im Rückwärtsgang zu diesem Baum mit dem Ast, wo das Ei noch drauf hängt, hin zu positionieren. Ich hoffe, das gelingt mir gleich auf Anhieb. Und tada, es hat funktioniert. Muss ich gleich dazu sagen, nicht gleich verzweifeln, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert. Es ist ein bisschen tricky, den Wagen da richtig hin zu positionieren. Man sollte aber versuchen, das Hinterrad des Wagens auf die Wurzel raufzufahren, damit die Ecke von dem Kopfgeldwagen ein bisschen höher steht, und dann klappt das sicher mit dem Abgreifen von dem Löffler. Ich hoffe, das ist ein cooler Tipp gewesen für euch und wünsche euch noch viel Spaß. Ciao, ciao.